Auch die Seeleute der Prinzessin, in Meeresschildkröten verzaubert, hätten allen Grund, in die alte Trübsal zurückzufallen. Lange Zeit wurden die Gelege vollständig geplündert und ein weltweit einzigartiges Brutgebiet drohte zu veröden. Abhilfe kam erst in den letzten Jahren. Seit 2002 werden die Strände der Insel Sangalaki von Artenschützern, auch aus Deutschland, gesichert. Hier hatte sich ein erwachsenes Tier, eine grüne Meeresschildkröte, nach der Eiablage verlaufen. Das Licht einer Tauchbasis hatte sie irritiert. Völlig erschöpft erreicht sie wieder ihr eigentliches Element. Mehr denn je zählt das Überleben eines jeden erwachsenen Tiers. Denn von ihnen, den Jüngsten, schaffen es nur wenige. Wo es keine Nestplünderer gibt, da warten andere. Unter Wasser, in ihrer Welt, stellen ihnen viele Feinde nach. Das zumindest ist sicher. Bei allen Rätseln, die Meeresschildkröten noch immer umgeben. Die natürlichen Verluste an jungen Schildkröten aber, zu Lande wie zu Wasser, hat die Natur ausgeglichen durch hohe Stückzahlen. Dreißig Jahre können vergehen, bis sie zum Eierlegen genau an den Strand zurückkommen, an dem sie geschlüpft sind. Zusammen mit anderen Tierarten bilden besonders die Meeresschildkröten der Insel Sangalaki eine Attraktion für Besucher aus aller Welt.